Ja, meine lieben Leute, willkommen zurück bei WoW Retail Version. Hier im Sheergrad beim Außenposten der Himmelswache. Hier haben wir noch eine Quest, die ich annehmen möchte. Den Himmel beherrschen. Während ihr herumgeflogen seid, sind euch sicherlich die Drachen aufgefallen. Schätze, ihr Zorn bleibt euch bisher erspart. Helft uns, diese Biester ein für alle Mal zu erledigen. Nachtreißer und Obsidia beherrschen dieses Plateau. Während Insidion und Zornschwinge den Himmel über den Terrassen im Nordosten für sich beanspruchen. Jeder der Drachen hat ein Nest in seinem Revier gebaut. Ich frage mich, ob ihr und eure Freunde einen aufsuchen würdet. Brecht ein Ei mit 35 Apexis-Splittern auf, um den Drachen heranzulocken. Bringt mir ein paar Zähne als Beweis. Na gut. Also ist die Hauptaufgabe jetzt erstmal Splitterfarm. Aber hier, für die Daily gibt es ja auch Splitter, ne? 15, da mache ich das. Gibt nochmal ein paar Bonus-Splitter. Und in der Zwischenzeit kann ich ein bisschen was erzählen. Und zwar wieder mündliche Prüfung, die ansteht. Ach nee, schau mal eine an, ein Rahmob. Machen wir erstmal das hier. Bevor ich jetzt mal meine mündliche Prüfung erzähle. Okay. Tunika aus Großdrachenhaut. Der Schnellklinge. Leder. Brauche ich natürlich nicht. Okay. Ja. Ich habe Protokolle angefordert. Im Jurastudium ist es ja... Was heißt denn? Ich sage immer die ganze Zeit Jurastudium. Das klingt so, als ob ich noch studieren würde. Ich studiere ja nicht mehr. Es gibt Protokolle für die mündliche Prüfung. Und dort habe ich jetzt herausgefunden, wer meine Prüfer sind, beziehungsweise meine Prüfer wurden mir ja gesagt, jetzt schriftlich, per Post, letzten Freitag habe ich die Post bekommen, jetzt haben wir Donnerstag, wer meine Prüfer sind. Und dann gibt es solche Möglichkeiten im Internet, Protokolle anzufordern, damit man so die Prüfer so ein bisschen einordnen kann, weil Jura ist ja sehr, sehr, sehr umfangreich und es ist einfach schön, sich so ein bisschen spezialisieren zu können, weil man weiß, die Prüfer haben das und das als Vorlieben und ja. Und zwar ist bei mir der Fall, dass ich schon immer meine große Schwäche im Prozessrecht hatte. Ja, alles, also was heißt Schwäche? Ich habe mich damit einfach nicht so beschäftigt, weil einfach die Chance, dass Prozessrecht in den Klausuren drankommt, einfach sehr, sehr gering ist. Ja, da geht es dann insbesondere sowas um Zwangsvollstreckung, um die Erinnerung, um die Zwangsvollstreckungsabwehrklage. Also generell, was passiert, wenn jemand vor Gericht einen Titel erlangt und mit diesem Titel dann zum Zwangsvollstrecker geht und dann da rein vollstreckt. Ja, zum Beispiel in bewegliche Sachen, in unbewegliche Sachen, in Forderungen. Das kann alles Mögliche sein. Und da gibt es dann natürlich Möglichkeiten, wie man sich als Empfänger dagegen wehren kann. Erinnerung, wenn man formelle Einwände geltend macht, die Abwehrklage, die Zwangsvollstreckungsabwehrklage, wenn man materielle Einwendungen geltend macht, zum Beispiel Erfüllung, wenn du also schon die Forderung, auf die sich das Urteil bezieht, schon erfüllt hast, ja, dann macht es ja keinen Sinn mehr, wenn du in diesen Titel vollstrecken würdest. Oder auch die Drittwiderspruchsklage. Ja, also wenn bei der Zwangsvollstreckung ist es ja so, das wissen vielleicht die meisten nicht, wenn jetzt jemand einen, wenn ich jetzt einen Titel gegen dich vor Gericht produziere und damit dann zu dir komme und vollstrecke da, also beziehungsweise der Zwangsvollstrecker vollstreckt dann dort. Und du sagst, hey, das ist aber nicht meine Sache. Also sagen wir, ich vollstrecke in deine PlayStation 3. Und du sagst, das ist aber gar nicht meine PlayStation 3, das ist die PlayStation 3 von meinem Kumpel, Heinz Jürgen. Dann ist das dem Zwangsvollstrecker ziemlich egal, denn der kontrolliert nur Gewahrsam. Hast du das im Gewahrsam, vollstreckst du da rein, unabhängig, ob es deine PlayStation 3 ist oder nicht. Ist deine PS3 in deinem Besitz, in deinem Haushalt aufzufinden, dann darf der Zwangsvollstrecker da rein vollstrecken, weil es halt bei der Zwangsvollstreckung, bei der Prüfung der Rechtmäßigkeit nur auf den Gewahrsam, eben nicht auf die Eigentumslage ankommt. Das ist natürlich unfair für denjenigen, dem dann die PlayStation 3 tatsächlich gehört. Wenn jetzt die PlayStation 3 nicht dir gehört, sondern deinem Freund, dann ist es deinem Freund natürlich nicht so recht, dass der das jetzt für deine Forderung in seine PlayStation 3 vollstreckt wird, nur weil du dir mal irgendwann mal verliehen hast. Und dafür gibt es dann die die Drittwiderspruchsklage. Ja, dann kannst du also ein veräußerndes hinderndes Recht kannst du dann geltend machen. Das ist Eigentum. Das ist ja meistens so die prozessuale Einführung in Sachenrecht. Ja, prüft man halt die
Drittwiderspruchstag kommt dann bei der Begründetheit, bei der materiellen Prüfung auf ein die Veräußerung hinderendes Recht zu sprechen. Und dort prüft man dann die Eigentumslage. Und bist du dann Eigentümer, dann hast du dann entsprechend einen Anspruch, beziehungsweise die Klage ist dann begründet. Und die PlayStation 3 kann nicht vollstreckt werden. Das klingt jetzt auch alles kompliziert. Ich finde es auch alles kompliziert. Das ist jetzt das, so was ich mir heute Morgen ein bisschen angeeignet habe. Wir haben es jetzt 11.24 Uhr. Aber, und darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus, mein Heini, der mich im Zivilprozess prüft, beziehungsweise im Zivilrecht, nimmt sehr gerne das Zivilprozessrecht an. Ist richtig bescheiden. Es ist halt ein Richter außer Dienst. Ne? Der ist schon also anscheinend ein bisschen länger auf der Pausebank. Ja, und der scheint es anscheinend richtig zu mögen, die Leute mit Prozessrecht zu nerven. Ja, aber ich kann euch wirklich aus Erfahrung sagen, Prozessrecht spielt in den Klausuren eigentlich so gut wie nie eine Rolle. Ich habe ja das Examen zweimal geschrieben. Im ersten regulären Versuch, 2018 glaube ich, alle Klausuren bestanden, was nicht selbstverständlich ist. Das soll jetzt kein Angeben sein, aber meistens fällt man eigentlich durch irgendeine Klausur durch. Zweiter Versuch war letztes Jahr, auch alle Klausuren bestanden. Also ich habe 12 Klausuren geschrieben und habe 12 Klausuren bestanden. Ich habe nicht ein einziges Mal Prozessrecht angehabt. Nicht ein einziges Mal. Es war alles nur materielles Recht. Und ich bin damit eigentlich immer relativ gut klargekommen. Und jetzt kommt der Kerl und prüft mega viel Prozessrecht. Und das ist echt bescheiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da muss ich mich jetzt nochmal wirklich explizit drauf einstellen und dieses ganze Prozessgedöns lernen. Da geht es um auch sowas wie Prozessmaximen, auch da geht es auch um Strafrecht rum und was gibt's noch? Grundprinzipien des BGB. Ja, sowas wie, es gibt so ein paar Grundprinzipien, die gelten im Zivilrecht. Dazu gehört zum Beispiel Privatautonomie, also Grundsätze der Vertragsabschluss und Inhaltsfreiheit. Also letztlich steht es dir frei, mit wem du deinen Vertrag schließt und auch was für ein Inhalt der Vertrag ist, hat. Das heißt, aus diesem Grundsatz gibt's dann halt auch, kannst du halt auch Verträge, der Kaumvertrag zum Beispiel ist in 433 BGB ganz ausdrücklich geregelt, aber du kannst natürlich auch irgendwelche anderen Verträge dann wegen diesem Grundsatz der Privatautonomie formulieren. Ja, das gilt nicht im Sachenrecht. Ja, da haben wir dann gleich den zweiten Grundsatz, Typenzwang. Das heißt, Eigentum an beweglichen und an unbeweglichen Sachen kannst du nur dadurch erlangen, indem du dich an das Zivilrecht hältst. Also im Zivilrecht steht ganz ausdrücklich drin, wie man Eigentum erwerben kann. Ja, und daran muss man sich halten. Man kann jetzt nicht irgendwie rechtsgeschäftlich sagen, wir konstruieren das jetzt irgendwie anders und du kannst Eigentum doch ganz anders erwerben. Das funktioniert nicht, das ist der Typenzwang. Das sind dann solche Sachen. Oder auch zum Beispiel das Abstraktionsprinzip, dass Verfügungs- und Verpflichtungsgeschäft getrennt werden müssen. Oder diese Testierungsmöglichkeiten, also dass man einseitige Verfügung von Todeswegen produzieren kannst. Also das heißt letztendlich einfach nur, dass du ein Testament schreiben kannst, ja. Das sind so die Grundprinzipien. Und das sind alles solche Sachen, das weiß man eigentlich. Aber wenn du das dann in der mündlichen Prüfung gefragt wirst, ohne dass du weißt, dass du was in der mündlichen Prüfung gefragt wirst, also ich persönlich wäre dann auf dem Schlauch gestanden. Oder auch die Frage Ausnahmen zur Privatautonomie. Das ist für Leute mit ein bisschen Allgemeinbildung, das ist ja kein spezielles Jurawissen. Ja, jeder weiß, dass es natürlich diesen Kontrahierungszwang zum Beispiel im Versicherungsrecht gibt. Jeder von euch muss krankenversichert sein. Das ist definitiv eine Ausnahme von Grundsatz der Privatautonomie. Denn du bist plötzlich nicht mehr frei, darin Verträge zu schließen. Ja, sondern du musst diesen Vertrag mit der Versicherung schließen. Du musst krankenversichert sein. Ja, das ist so eine Ausnahme von Grundsatz der Privatautonomie. Und solche Fragen stellt der Heini halt. Und das, mich persönlich nervt's. Ich sag's euch, wie es ist. Ich bin da kein Fan von. Alles prozessrechtmäßige Kacke. Und das klingt jetzt irgendwie vielleicht so, dass ich das irgendwie alles schon gelernt hätte, aber das ist ja nur ein Hauch von dem, was ich tatsächlich brauche. Also dann muss ich jetzt auf jeden Fall auch noch. Wir haben heute den 14. Meine Prüfung ist am 22. Also ich habe noch gute 7 Tage.
Und in der Zeit muss ich echt noch einen Haufen lernen. Also ich muss noch im Zivilrecht, mich gerade noch bei Immobiliarsachenrecht zu machen. Ja, da im Immobiliarsachenrecht scheint es auch so zu sein, dass er das auch mal ganz gerne dran nimmt. Das heißt, man kann sich nicht nur auf Immobiliarsachenrecht verlassen, sondern man muss halt auch damit rechnen, dass Grundstücke und so dran kommen, also nicht nur Sachenrecht 1, sondern auch Sachenrecht 2. Ich bin außer Reichweite. Also Hypothek, Grundschuld, Eigentum an Grundstücken, ja, all sowas, potenzielle Möglichkeit, dass das drankommt. Und das ist auch alles nicht meins. Und dabei reden wir die ganze Zeit nur von Zivilrecht. Ne? Strafrecht kommt noch dazu und öffentliches Recht. Da muss ich auf jeden Fall auch jetzt noch eine ganze Ecke für lernen. Also heute ist geplant, Zivilprozess im Zivilrecht, also es ist ja doppelt gemoppelt, das ergibt sich ja aus meiner Formulierung. Also den Zivilprozess nochmal ein bisschen aufzuarbeiten, gerade im Zwangsvollstreckungsrecht, dann vielleicht nochmal ein bisschen im einstweiligen Rechtsschutz gucken, Arrest und sowas. Dann wirklich Immobiliarsachenrecht abzuschließen und ja, dann muss ich mal gucken, dass ich noch auch auf jeden Fall was für Strafrecht mache und für Örecht, ne? Ganz klar. Örecht auch wichtig. Gerade was Grundrechte und so angeht. Aktuelle Situation habe ich ja schon im letzten Part gesagt. Da gibt's eine ganze Ecke zu erledigen. Ja, also da muss ich auch nochmal ordentlich zu lang. Aber heute ist Donnerstag, heute habe ich viel Zeit. Morgen habe ich Freitag, morgen habe ich auch noch ganz viel Zeit. Also das wird hoffentlich alles laufen. Aber es ist halt ja mehr als gedacht. Sag mal, kann es sein, dass... Fehlt mir da noch? Da fehlt mir noch eine. Oder nicht? Nee, habe ich abgeschlossen, ne? Ja, habe ich abgeschlossen. Ja gut. Dann kann ich jetzt ja eben erstmal kurz die iQuest machen. Es tut mir übrigens leid, wenn ich hier ein bisschen zu viel... Jura gequatscht an den Tag bringe. Aber es ist halt gerade ein Thema, das mich sehr... bewegt und mich in meinem Alltag auch einfach beeinflusst und es ist halt ziemlich speziell, das Gequatsche. Ich hoffe trotzdem, dass ihr damit einigermaßen leben könnt. Es ist ja auch gerade nur ausnahmsweise. Ja, das wird halt auch wieder besser werden. Wobei ich dann natürlich wahrscheinlich auch mehr von meinem Referendariat reden werde, was dann halt am 1.6. beginnt. Gestern kamen auch die Heinis von der Krankenversicherung. Ja, da musste ich dann auch erstmal 2,5 Stunden mir Gesülze anhören über Krankenversicherung, wenn wir schon beim Kontrahierungszwang sind. Ja, und heute Abend muss ich dann auf jeden Fall auch noch eine Folge Risen aufnehmen, ne? Weil das darf auch nicht fehlen. Ja, ich meine, klar ist diese mündliche Prüfung wichtig, aber ich möchte natürlich jetzt auch nicht mein gesamtes Privatleben dafür komplett brachlegen lassen. Das habe ich schon öfter gemacht und das war eigentlich nie so, dass ich das im Endeffekt gelohnt hätte. Also, ich glaube, Hälfte von der mündlichen Prüfung ist einfach auch wieder die Möglichkeit, juristisch zu argumentieren, zu diskutieren und auch mit der Unbekannten irgendwie klarzukommen. Also, hoffen wir einfach mal, dass das wird. 27, das müsste doch eigentlich reichen, oder nicht? Ich muss näher ran. Das hier hinten ist es, oder? Ja. Wie viel brauche ich? 35, okay. Dann... muss ich hier wohl noch ein paar erledigen. Hoffe auch gerade mal dezent, dass die hier auch droppen können. Diese Teufelskanonen kann man übrigens nicht erledigen. Also nicht per Hand hier so. Thank you.
Bis jetzt droppt ihr gar nichts im Schlittern. So viel dazu. Nachher können die ja wirklich nicht droppen. Und ich erledige hier die gerade komplett, also umsonst. Gott, die können hier nicht droppen. Ich kann mich jetzt hier auch nicht wieder ausloggen, weil dann bin ich im nächsten Part wieder tot. Und ihr wisst ja, was bedeutet, wenn wir hier tot sind. Dann müssen wir einen Geisterheiler rufen. Und uns am Friedhof wiederbeleben mit Nachwirkungen. Weil man hier nicht rüberkommt. So, liebe Leute, ich mache hier Pause. Die Zeit ist fortgeschritten. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder, übermorgen. Und dann geht's weiter mit WoW. Retail-Version. Macht's gut, bis dahin. Ciao, Kakao.